lebt auf großem Fuß, der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern, errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er einen Hals, drum braucht er viele Schals. Bis Forumrus, bis Mesurus. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränengas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich, Erdogi, Erdobo, Erdogan. Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht, das ruckelt er zurecht. I like to move it, move it. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt, Erdogan, Erdogan, Erdogan. Sein Land ist reif für einen EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie, tschü mit Ü, sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang. Wer lebt auf großem Fuß? Το σατυρικό τραγούδι που μετέδωσε το γερμανικό δίκτυο NRD στις 17 Μαρτίου προκαλεί σοβαρό διπλωματικό επεισόδιο. Στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών κλήθηκε εσπεσμένα ο Γερμανός πρέσβης στην Άγκυρα για να δώσει εξηγήσεις. Η τουρκική κυβέρνηση ζήτησε να σταματήσει η μετάδοση της εκπομπής, προκαλώντας την έντονη ενόχληση των γερμανικών διπλωματικών αρχών.